Hey, bevor dieses Video losgeht, möchte ich gerne wieder ein paar Personen grüßen. Und zwar fangen wir gleich mal an mit dem Kommentar: Kannst mich bitte grüßen, du bist eine mega coole YouTuberin und ich liebe deine Videos. Hashtag Eichhörchen an die Macht. Vielen lieben Dank dir, ich grüße dich natürlich ganz herzlich, Zoe. Dann kommen wir zum nächsten Kommentar und dieser war: Liebe deine Videos, immer so lustig interessant. Kannst du mich mal grüßen, kannst meinen Namen gerne nennen, falls ich dann komme, LG Katharina. Hashtag Eichhörnchen an die Macht. Auch dich grüße ich, Katharina, und wir machen auch weiter, es gibt noch zwei weitere Personen auf der Liste. Und zwar einmal die liebe Sylvie, die hat geschrieben: Hey, kannst du mich bitte grüßen, weil du die beste YouTuberin bist. Auch dich grüße ich ganz herzlich, Sylvie. Und dann zu der letzten Person für dieses Video. Sie wollte ihren Namen nicht nennen, hat aber geschrieben: Hi, liebe deine Videos, kann das nicht oft genug sagen. Hashtag Eichhörnchen an die Macht. Auch du darfst dich ganz herzlich gegrüßt fühlen. Und ich würde sagen, wir machen dann weiter mit dem Video. Falls ihr auch in einem meiner nächsten Videos gegrüßt werden wollt, schreibt einfach irgendeinen Kommentar mit dem Hashtag Eichhörnchen an die Macht in die Kommentare. Und dann werde ich mir fürs nächste Video wieder um die 3 bis 4 Leute aussuchen, die dann gegrüßt werden. Aber jetzt viel Spaß! Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch im letzten Level-Video versprochen, ich werde beim nächsten Mal ein Q&A machen und dafür durftet ihr mir auf Instagram Fragen stellen. Es sind ein paar zugekommen, es sind auch ein paar sehr interessante Fragen gekommen, ich freue mich auf jeden Fall alle zu beantworten. Mir wurden auch 2 Fragen über Instagram Direktnachricht geschickt, diese werde ich selbstverständlich auch mit reinnehmen und ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal an. Wir leveln heute übrigens Domino. Mir ist erst, als ich dieses Video aufnehmen wollte, aufgefallen, dass ich 2 Pferde habe, die Domino heißen. War ein ganz lustiger Zufall, aber ich denke, das stört uns jetzt nicht. Er ist auf jeden Fall ein Araber, der vom Equestrian Festival. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, ihn zu leveln. Also dann, let's go! Die erste Frage ist: Kennst du Emily McRae? Ja, ich kenne sie. Sie ist tatsächlich auch eine meiner Lieblings-YouTuberinnen. Also ich verfolge sie jetzt eigentlich schon ziemlich regelmäßig. Und ich kann sie auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ich liebe ihre Videos. Eine Frage, die mir sehr oft gestellt wurde, war: Wie alt bist du? Ich muss sagen, wenn ich diese Videos aufnehme, das Gefühl, ich klinge entweder wie 12 oder wie über 30. Ich bin aber tatsächlich 18 Jahre alt und werde nächsten Monat 19. Oh Sch**. Mein Handy ist runtergefallen. Oh no, oh no, oh no. Wie lange spielst du schon SSO? So genau weiß ich es gar nicht. Ich bin auf SSO gestoßen, indem ich damals diese Fernsehwerbung gesehen habe. Ich war da vielleicht so 11, 12. Und hatte halt auch nicht Starrider gehabt. Starrider habe ich ja erst seit diesem Jahr, das habe ich schon mehrmals gesagt gehabt. Und dann habe ich mir halt immer wieder so einen Account gestellt mit einem Code, wo man eine Woche oder so gratis Starrider sein konnte. Deswegen habe ich es nicht regelmäßig gespielt. Ich würde sagen so ungefähr mit 12, so das erste Mal, vielleicht auch ein bisschen jünger. Was war dein erst gekauftes Pferd? Das hatte ich auch in einem meiner letzten Videos beantwortet gehabt. Und zwar war es das Yorkshire Pony der Generation 1. Und am gleichen Tag habe ich mir dann noch den Andalusia gekauft. Ich glaube, das war auch von der Generation 1. Das Pony habe ich mittlerweile verkauft gehabt, es hieß Angel Beach. Und meine Andalusia heißt Butterfly, da ich letztens eine Story gepostet, wo ich ihn endlich ausgelevelt hatte. Ja, es waren so meine ersten beiden, die ich mir gekauft hatte. Aww. Die Story dazu war eigentlich ganz lustig. Und zwar haben meine Eltern mir damals nie so ein Spiel kaufen wollen, auch nicht irgendwie so Starcoins oder irgendwas. Und dann bin ich halt irgendwann 17 gewesen. Und ich bin halt schon ausgezogen, also ich musste meine Eltern irgendwann nicht mehr fragen, aber ich wollte trotzdem nicht unbedingt Geld ausgeben für so ein Spiel. Und dann hat eine Freundin von mir zum Geburtstag Starcoins gekauft gehabt und meinte: Ja, such dir ein Pony aus und ein Outfit. Und anstatt ein Pony und ein Outfit habe ich dann halt ein Pony und ein Pferd geholt von der Generation 1. Und die Freundin war natürlich nicht böse, jetzt auch sehr gefeiert, dass ich dann 2 Pferde hatte, hat sich für mich gefreut. Und danach ging es in die Starcoin-Kaufsucht herab. Passiert, würde ich sagen. Und jetzt habe ich halt ganz viele Pferde und kann mir das alles selber kaufen, ohne meine Eltern fragen zu müssen. Was ist dein Lieblingspferd? Das ist eine ziemlich schwere Frage, da es sehr viele Pferde gibt, die ich sehr mag. Ich bin ein totaler Fan von den Arabern. Ich habe auch sehr viel Andalusia, vor allem die Andalusia reiche ich letzte Zeit sehr oft. Ich habe jetzt Umbra ausgelevelt, bin noch bei Isla und habe halt noch ein paar andere zu leveln. Und habe mit euch im Video auch noch Embermane gelevelt gehabt, die ist jetzt auch ausgelevelt. Gerade reite ich auch wieder sehr gerne auf den Lipizzaner, davon habe ich auch 2 Stück und vielleicht darf irgendwann noch eins einziehen. Also ich würde sagen, so, das wären meine Lieblingspferde. Wobei die belgischen Warmblüter sind definitiv auch in meiner Top 3. Das sind sehr gelungene Pferde in meinen Augen. Reite ich auch sehr gerne und habe auch sehr viele von denen und es dürfen auch bald wieder ein paar einziehen. Dazu kommt ein Video dann. Dann gibt es auch noch die Gegenfrage: Was ist dein Hasspferd?
Es gibt kein Pferd, das ich so zu Grund und Boden hasse. Ich mag die Clydesdales aber gar nicht. Genauso wie die Curly Horses und die Finn-Pferde. Das wären jetzt so die, die mir direkt einfallen würden, die ich gar nicht mag und mir eigentlich auch nie kaufen würde. Ansonsten würde mir nichts einfallen. Also das wären jetzt so meine drei Hasspferde sozusagen. Bist du in einem Club? Nein, ich bin in keinem Club. Ich werde in der Zeit sehr oft gefragt, ob ich in einen gehen möchte. Aber ich bin einfach nicht so der Clubmensch. Vor allem, wenn es dann irgendwie so regelmäßige Clubtreffen geht, zu denen man erscheinen sollte und mit einem Club-Outfit und alles. Ich bin einfach nicht so der Mensch für, ich spiele lieber alleine und möchte nicht irgendwie fest jetzt mich jede Woche mit irgendjemandem ins Sasswell treffen müssen. Gerade da ich auch nicht immer so spontan Zeit habe oder mir halt einfach viel dazwischen kommt. Ich mag es einfach, wenn ich alleine einfach spiele, wann ich Lust habe und ich binde mich da nicht gerne in einen Club. Tatsächlich der einzige Club, in dem ich ein bisschen länger war, war ein Club für Leute wie mich, die keine Clubs mögen und dann halt zu keinem Treffen gehen müssen. Einfach damit man diese ganzen Anfragen nicht mehr bekommt. Ich bin dann rausgegangen, weil ich dann doch eine Zeit lang einen Club gesucht hatte, aber dann ist mir auch wieder schnell klar geworden, es ist einfach nichts für mich. Was ist dein Lieblingsevent bzw. Update? Ich mochte das Reitsportfestival sehr gerne. Ich freue mich da auf jeden Fall auch auf das nächste Jahr, wenn es wieder da ist. Und ich mag das Weihnachtsupdate sehr gerne, beziehungsweise Winterupdate oder wie auch immer. Ich bin einfach jetzt schon im Juni komplett in Weihnachtsstimmung. Also ich nehme es wie im Juni auf. Ich weiß nicht, ob nicht schon Juli ist, bis das Video rauskommt. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, welches Datum wir heute haben. Aber letztens bei mir auf TikTok, auf der For You-Page, so unglaublich viele Weihnachts-TikToks. Jetzt bin ich schon richtig in Stimmung, hätte am liebsten Bock, das Plätzchen zu backen, Weihnachtsbaum aufzustellen. Aber das dauert jetzt noch ein halbes Jahr. Ah ja, ich freue mich auch, wenn es dann Star Stable das Winterdorf wieder da ist. Ich habe mich letztens erst auf meinen alten Account eingeloggt, also auf einem meines der ersten Star Stable Accounts. Da hatte ich sogar noch das alte Busticket gehabt. Und ich hatte halt einen vollen Rucksack, wollte es ein bisschen notieren. Ich hatte fast nur Weihnachtsklamotten dort. Und das hat mich dann noch mehr in Weihnachtsstimmung gebracht. Dein Lieblingsoutfit. Ich poste, wenn ich denke, ich habe ein gutes Outfit, die Sachen auch immer auf Instagram. Da könnt ihr mir sehr gerne folgen. Da heiße ich auch wie hier Penelope Rosewall. Ich denke, es war eins meiner eher schlichteren Outfits. Und zwar war es dieses hier auf... Wie ist das Pferd nochmal? Ah ja, dieses Outfit hier auf Flash. Es ist einfach gehalten, einfach in so einem lila Ton. Oh. Aber fand ich auf jeden Fall sehr schön, aber auch ein paar Bilder gemacht. Oder mein Regenbogen-Outfit auf Apokalypse. Da kamen auch reichlich Bilder auf Instagram online. Fand ich auf jeden Fall sehr süß und gerade passend hier zum Pride Month. Ich habe mich gerade total verritten. Oh Mann. Okay, weiter geht's. Welches Event bzw. Update magst du am wenigsten? Ich weiß nicht, also ein Event gibt es glaube ich nicht, das ich so gar nicht mag. Von den Updates her auch nicht so, also ich bin jetzt kein kritischer Mensch, der sagt, nein, Stars hat das und das falsch gemacht. Ich bin vielleicht nicht der größte Fan von den Charakteren, habe mich aber mit ihnen auch ziemlich schnell angefreundet, schneller als ich gedacht hätte. Ich würde sagen, ich mag das Charakter-Update am wenigsten, aber ich finde es mittlerweile eigentlich ganz okay. Reitest du in echt und wenn ja, hast du ein eigenes Pferd oder eine Reitbeteiligung? Ich bin in echt geritten, also mit 10 habe ich angefangen auf Schulpferden zu reiten und ich glaube mit 15 hatte ich meine erste Reitbeteiligung und nach dieser Reitbeteiligung noch zwei weitere, beziehungsweise eine weitere Reitbeteiligung und dann noch eine Pflegebeteiligung. Ich musste leider aus gesundheitlichen Gründen aufhören, das werde ich auch nicht weiter irgendwie in Videos erwähnen, was genau der Grund war. Auf jeden Fall vermisse ich es schon sehr stark. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, ich glaube, ich würde auch wieder anfangen, entweder mit Schulpferden oder Reitbeteiligung. Zum eigenen Pferd ist es leider nie gekommen, war immer mein Kindheitstraum, ich glaube, das geht sehr vielen so. Aber einfach vom Geld her und zeitlich ist es gerade nicht drin. Würde ich mir natürlich immer noch wünschen, dass ich vielleicht eines Tages mein eigenes Pferd haben könnte. Bisher darf ich mich um meine 50 plus Pferde in Star Stable kümmern, ich glaube, das ist auch was. Also ja, nächste Frage. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung in SSO? Am meisten level ich eigentlich und ich reite auch liebend gerne Championate. Ich habe mir das Spiel damals geholt, weil ich dachte, dass die Quests echt cool sind und es sind halt Pferde im Spiel. Hallo? Hätte aber nie gedacht, dass ich die meiste Zeit einfach nur mit Leveln verbringen werde. Macht mir halt auch wirklich Spaß. Ich kenne halt viele immer sagen, ich habe eigentlich gar keine Lust, meine Pferde zu leveln. Ich habe so viele gekauft und ich habe halt immer wieder Angst, was, wenn alle meine Pferde ausgelevelt sind, was mache ich denn dann? Und wie gesagt, Championate reite ich sehr viele. Werden auch bald wieder mehr Videos dazu online kommen. Eine Frage,
die mir öfter gestellt wurden, ich weiß gar nicht genau wieso, ist zwar, könntest du vielleicht mal ein Fantreffen SSO machen? Wie gesagt, wurde mir die Frage öfter gestellt. Ich denke mir so, ich bin nicht fame, berühmt, irgendwas. Habe jetzt auch nicht viele Abonnenten natürlich. Bin ich dankbar für jeden Einzelnen. Aber auch wenn ich jetzt irgendwie so 1 Million Abonnenten hätte, ich glaube nicht, dass ich jemals ein Fantreffen machen würde. Oder ich würde es zumindest nicht Fantreffen nennen. Also man kann sich jederzeit liebend gerne einfach ganz normal treffen, als wären wir alle beste Freunde. Also komplett mein Ernst, auch wenn ihr mich seht, ihr könnt mich immer anschreiben. Haben letzte Zeit auch ein paar Leute gemacht, habe ich mich wirklich gefreut über euch. Und man kann jederzeit irgendwie gerne zusammen leveln oder mal ein Championat reiten. Ich überlege, ob ich auch mal ein Video mache, wie ich in die Disco gehe und poste vielleicht noch Instagram, dass wir uns zusammen dann treffen könnten. Würde ich halt wie gesagt nicht als Fan-Treffen sehen, sondern halt einfach ganz normal mit euch abhängen, so wie jeder andere Mensch auch. Also wenn ihr drauf Bock habt, schreibt mir das gerne und wenn ihr mich seht, fragt einfach gerne, ob wir was zusammen machen können, immer liebend gerne. Aber so ein konkretes Fantreffen würde ich nicht machen. Kannst du mal ein Video machen, wo du alle deine Pferde vorstellst? Dieses Video ist in Planung. Ich weiß noch nicht wann, ich wollte es eigentlich schon letzte Woche drehen und halt hochladen. Aber mir kommt da immer so ein bisschen viel dazwischen, ich weiß noch nicht ganz, wie ich dieses Video managen soll. Wird aber auf jeden Fall sehr bald rauskommen. Die Frage hatte ich eigentlich vorhin schon beantwortet, ich nehme es jetzt trotzdem nochmal mit rein. Wann hast du angefangen SSO zu spielen? Wie gesagt, so ungefähr 11, 12, 13. Ungefähr um den Dreh rum. Und seit diesem Jahr erst regelmäßig, da ich seit diesem Jahr erst Starboarder habe. Was sind deine Lieblings-SSO-YouTuber? Wie vorhin erwähnt, schaue ich Emily McRae sehr gerne. Auch Emily Stonepot und Leonie Macross habe ich jetzt auch letztens erst angefangen zu schauen. Sind auf jeden Fall alle super sympathisch. So normale YouTuber, nichts mit SSO zu tun haben, schaue ich nicht so sehr in letzter Zeit. Vielleicht Rezo, aber ansonsten kaum wirklich. Allgemein gucke ich gar nicht mal so viel YouTube, außer wenn ich level, meistens halt einfach nebenbei. Und sonst würde ich mir, glaube ich, gar nicht mal wirklich jemand einfallen, den ich noch regelmäßig schaue. Also Tasty habe ich abonniert, Violet Flowergarden habe ich sehr lang geschaut. Leider kommen von ihr ja keine neuen Videos mehr. Aber manchmal schaue ich trotzdem noch die alten an. Aber ich glaube, die drei, die ich gerade genannt habe, Emily McRae, Emily Stonepot und Leonie Macross sind so die drei, die ich gerade am regelmäßigsten schaue. So, Domino ist jetzt auch auf Level 5 und ich glaube, es sind nur noch 2 Fragen übrig. Wie vorhin erwähnt, wurden mir noch 12 Fragen privat über Instagram geschickt und diese werde ich natürlich trotzdem beantworten. Und zwar ist die erste Frage, wann spielst du immer SSO? Hast du da fixe Zeiten oder Tage, wo man dich antreffen könnte? Ich habe keine fixen Zeiten oder irgendwas in die Richtung. Ich bin eigentlich fast täglich online. Ich würde sagen schon 6 Tage die Woche. Manchmal halt, wenn ich gerade arbeiten muss, dann nicht so Motivation, nicht so. Feste Zeiten gibt es keine. Je nachdem, wann ich arbeite, spiele ich halt morgens noch, aber abends eigentlich am meisten. Jetzt gerade zum Beispiel 12 Uhr. Um 12 Uhr bin ich jetzt nicht so oft online, da jetzt gerade halt schon, weil ich die Zeit dazu habe. Aber ich denke am meisten halt abends rum. Ja. Und ich bin auf Server 18, die Frage kam auch sehr oft, obwohl ich es eigentlich auch überall verlinkt habe. Also nicht verlinkt, halt in jede Caption, die ich habe auf Social Media sieht man das. Aber wie gesagt, ich bin auf Server 18, also gerne könnt ihr mich jederzeit antreffen, wenn ihr mich seht. Ich glaube, das hat gerade irgendwie keinen Sinn ergeben. Kommen wir nun zur letzten Frage. Und zwar, bist du ein Club? Und wenn nein, kannst du vielleicht so einen Club mit deiner Community machen? Liebe deine Videos. Also erstmal Dankeschön. Und wie gesagt, bin ich ja nicht in einem Club und ich denke auch nicht, dass ich so eine Art Community-Club machen würde. Zum einen, wenn ich jetzt irgendwie der Clubleiter wäre, wäre schon eine große Aufgabe. Und ich weiß halt nicht, wie gut ich es mit den Clubtreffen oder irgendwas organisieren könnte. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, habe ich auch nicht so viele Zuschauer. Also ich glaube, von allen Leuten, die mir jetzt gerade zugucken, würden vielleicht 2, 3 in meinen Club dann joinen. Wäre natürlich nicht schlimm, kleinen Club, aber ich weiß halt nicht, wie sinnvoll es ist. Vor allem, da die meisten von euch ja wahrscheinlich auch eher große Clubs bevorzugen oder bereits einen Club sind, in dem sie sich wohlfühlen. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht mal eine Art Discord-Server oder irgendwas machen könnte mit euch zusammen. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust drauf hättet. Aber so einen konkreten Club, wie gesagt, nicht. Genauso wie Fantreffen, nein, eher nicht. Nichts in die Richtung. Irgendwas Ähnliches, klar, gerne, aber halt nicht so konkrete Sachen. Würde ich mich tatsächlich auch irgendwie komisch fühlen, wenn ich sagen könnte, ja, ich habe jetzt so einen Club mit meiner Community in Anführungsstrichen, dabei bin ich halt ein sehr kleiner YouTuber. Was, wie mehrmals erwähnt, ja nicht schlimm ist, ich bin wirklich dankbar dafür. Ich denke einfach nur, dass es irgendwie komisch kommen würde und es wird sich auch nicht so rentieren, also auch für euch nicht.
Das war's dann aber schon mit euren Fragen. Ich hoffe, ich hätte alle beantwortet. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, dass ich sowas eine Art nochmal mache oder ihr noch mehr Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte gerne jede Frage von euch. Ich würde sagen, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!